Das ist eigentlich so eine typische Zelle. Man sieht, es ist doch relativ ein enger Raum. Wenn ich an Freiheit denke, dann denke ich an Raum, an Platz und an freie und spontane Entscheidungen. Ganz anders ist es, wenn man im Gefängnis ist. Das Gefängnis Winterthur, das ist ein Gefängnis, wo Leute in der Untersuchungshaft sind. Das heisst, sie sind für ihre Taten nicht oder noch nicht verurteilt. Wir treffen heute den Alfredo Dietz, er ist Gefängnisseelsorger. Und ich möchte ein bisschen mehr über seinen Job und das Thema Freiheit bei der Insassen wissen. Was beschäftigen die Leute, die im Gefängnis sind, denn tatsächlich, wenn es um die Freiheit geht? Ich bin Sandrin. Alfredo. Freut mich. Willkommen. Danke vielmals. Leuten wir mal. Guten Morgen. Da ist Dietz, Bereichsleiter der Gefängnisseelsorge. Jawohl, ich lasse Ihnen, Dietz. Da sieht man jetzt gerade die Besucherräume, wo die Angehörigen in dem Raum sind. Dort hat es eine Trennscheibe, weil das sind ja Menschen, die in Untersuchungshaft sind. Dankeschön. Das ist eigentlich so eine typische Zelle in dem Untersuchungsgefängnis. Man sieht, es ist doch relativ ein enger Raum. Dann hocken wir doch gerade so an, wie du dich das gewöhnt bist. Oder? Genau, ja, normalerweise. Nehmen wir da die Position ein. Sage ich den Inhaftierten, sie sollen doch hier auf dem Bett Platz nehmen und ich da. Kann man so ein bisschen sagen, welches so die grössten Anliegen und Themen sind, die die Insassen beschäftigen? Ja, die Menschen hier haben natürlich mit sehr vielen Sorgen zu kämpfen. Oder? Gerade in einem Kontext von einer Untersuchungshaft ist natürlich eine grosse Ungewissheit da. Wie geht es in meinem Verfahren weiter? Was kommen für Sanktionen auf mich zu? Wie lange muss ich dann im Gefängnis bleiben? Wie kannst du irgendwie vielleicht auch ein bisschen Hoffnung und Zuversicht schenken? Also ich komme natürlich als Christ und komme mit meiner eigenen Spiritualität. Aber ich zwinge mich den Menschen nicht auf. Ich sage immer, für den Gefängnisseelsorger ist das Gehör das wichtigste Organ. Ich versuche, dass ich den Menschen so begegne, dass ich sie nicht reduziere auf ihre Tat. Also kann man so auch sagen, dass du so die einzige Person bist, die diese Rolle überhaupt einnehmen kann, mit dem Zuhören, mit dieser Empathie, jetzt eben auch im Vergleich zu einem Gefängnisaufseher? Wir haben natürlich von der Seelsorge eine ganz besondere Rolle da rein. Also wir haben Seelsorgegeheimnis und das ist den inhaftierten Personen sehr bewusst. Sie machen ihr Herz auf. Und ich versuche dann achtsam mit dem umzugehen und mit ihnen auch einen Weg zu gehen. Und oft ist es nicht einmal so sehr, was ich ihnen sage, sondern meine Bereitschaft, sie regelmäßig zu besuchen, für sie da zu sein, ein Stück weit mitzuleiden und mit ihnen mitzugehen. Und und die Ohnmacht in denen, wo sie sich befinden, auch auszuhalten und ihnen so ein bisschen das Verständnis geben, hey, die Situation, wo du jetzt bist, das ist eine momentane Aufnahme. Und über mehrere Monate da sind, die werden ja wahrscheinlich nicht 24/7 in dieser Zelle sitzen. Gibt es da Möglichkeiten, um in die frische Luft zu gehen? Ja, also die inhaftierten Personen haben einen Spazierhof, wo sie natürlich auch an die frische Luft können. Und auch wir als Seelsorgende haben die Möglichkeit, mit ihnen auf den Spazierhof zu gehen. Ich würde dich gerne mal begleiten auf den Spazierhof. Ja, doch, das können wir machen. Dankeschön. Also es sieht jetzt eher nach einem kleineren von beiden Spazierhöfen aus. Genau, oder? Das ist ein kleinerer Spazierhof da. Eine kleine Zelle, ein kleiner Spazierhof. Wie gross ist das Thema, wieder frei sein in diesen Gesprächen einmal? Das ist ein Dauerthema. Also gerade in der Untersuchungshaft ist es so belastend, mit dieser Ungewissheit zu leben. Das ist auch so die Anfangsphase der Haft, wo man sich so richtig bewusst wird, was das für eine Einschränkung ist, wenn dir plötzlich die Freiheit genommen wird, dich zu bewegen, wie du willst,
deinen Tag zu strukturieren mit den Angehörigen oder vielleicht sind auch noch Kinder rum, nicht können zu kommunizieren mit ihnen. Also geht es in erster Linie gar nicht einmal um die räumliche Freiheit, sondern dass man sich kann melden kann bei den Familien und den Liebsten, dann, wenn man eben gerade möchte. Genau, also das ist wahrscheinlich der grösste Abbruch ist zu den Menschen, die einem wichtig sind. Und das ist doch eine sehr grosse Lebensumstellung, wo automatisch auch seelische Schwierigkeiten und Probleme dann vorbringen. Kann man sagen, dass du dein Leben viel mehr und bewusster vielleicht auch geniessest und die Freiheit geniessest, weil du auch weißt, wie es da innen ist? Ja, das ist natürlich schon so. Oder? Durch das, dass ich regelmäßig ins Gefängnis komme, Menschen da begleite, merke ich schon auch, was das für ein unglaubliches Gut ist, Freiheit zu haben. Und ich denke, so ein bisschen, ja, die innere Freiheit zu finden, durch den Glauben, ist etwas, wo auch in schwierigen Lebensumständen wie im Gefängnis kann befreiend sein, aber auch für einen Menschen, der draussen gefangen ist von den Lebensumständen, kann zu einer inneren Freiheit finden. Und ich denke, das ist mein Auftrag, den ich kann, indem ich hier Menschen besuche. Danke schon mal für den Einblick in die Gespräche und in deine Arbeit. Also ich muss schon sagen, ich bin schon froh, wenn ich hier draußen bin und wieder so ein bisschen mehr Platz und Freiheit habe. Das kann ich gut nachvollziehen. Dann gehen wir doch wieder raus und schauen wir, ob wir rauskommen. Hoffen wir es. Merci vielmals und ganz gute Zeit dir, Alfredo. Dankeschön. Ciao. Ich bin mir gar nicht so bewusst, dass es im Gefängnis gar nicht primär um die räumliche Freiheit geht, sondern vielleicht auch viel mehr um die soziale Freiheit, also um den Kontakt mit den Liebsten und der Familie, die eingeschränkt ist. Und dank dem Einblick bin ich mir meiner Freiheit noch mal ganz neu bewusst und möchte sie jetzt auch viel anders geniessen.